Würde ich gerne genau auch daran anknüpfen. Du hast jetzt ein bisschen was zu der Rolle und Funktion der verschiedenen Intellektuellen im 20. Jahrhundert gesagt. Du hast ja vorhin auch schon ein paar Bemerkungen zu deiner Einschätzung über die Periode, in der wir uns jetzt im Übergang zum 21. Jahrhundert befinden, wie du die bewerten würdest, also in der Periode nach der, wie du es nennst, welthistorischen Wende 89-91, der Niederlage des sozialistischen Lagers, Aufkündigung des Klassenkompromisses, Siegeszug des Neoliberalismus, Durchsetzung des Finanzmarktkapitalismus, einfach um nur mal so ein paar Begriffe zu nennen, mit denen man vielleicht diese Übergang und jetzt Weltunordnung ins 21. Jahrhundert bezeichnen könnte. Die Frage, die sich daran anschließt, ist und die ja auch mit der Struktur deiner Bücher zusammenhängt, welche Rolle oder Funktion würdest du eigentlich dann heute Intellektuellen in dieser Epoche beimessen? Oder anders gefragt, haben sie noch die gleiche Funktion wie im 20. Jahrhundert? Hat sich das verändert? Welche Rolle spielen sie im Hinblick auf politische Praxis, auf die Herausbildung und Durchsetzung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen? So eine schöne Frage. Auch das hat sich ja sozusagen im Wandel der, würde ich einmal sagen, Kräftekonstellation im Zuge des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart stark verändert. Und da gab es ja immer wieder große Diskussionen von Philosophen bis hin zu Soziologen über die Veränderung der Rolle des Intellektuellen. Habermas hat mal vor 2 Jahren, da hat er in Österreich einen Kreisky-Preis bekommen, einen Vortrag gehalten, wo er sagt, die Rolle des Intellektuellen ist zu Ende, weil die Medien haben praktisch sozusagen diese Rolle übernommen. Wenn man jetzt also den klassischen Intellektuellen, der ja von Emile Zola sozusagen in die moderne Geschichte gebracht wurde, mit dem Manifest Jacques-Lus am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich während des Dreyfus-Prozesses, hat Emile Zola dieses Manifest oder diese öffentliche Stellungnahme gegen die Verurteilung des jüdischen Offiziers als angeblich deutschen Agenten und so weiter verfasst. Und das gilt so als die Geburtsstunde des Intellektuellen, zumal von diesem Zeitpunkt an der Begriff Intellektuelle von den Rechten, damals von der Action Française in Frankreich, aber bis hin zu den Faschisten in Deutschland ist ja der Begriff Intellektuelle immer ein Schimpfwort gewesen. In den Vereinigten Staaten ist es heute noch ein Egghead oder ein Liberal zu sein, ist für viele Konservative natürlich also ein ziemliches Schimpfwort. Der Intellektuelle, wenn man als, gibt ja viele Definitionen, aber Intellektuelle werden in der Regel definiert als Menschen, die eine bestimmte Qualifikation erworben haben, sei das als Schriftsteller, sei das als Professoren, sei das auch als Unternehmer, und die aber sozusagen auf dieser Basis intervenieren in den öffentlichen Raum. Also die Intervention in den öffentlichen Raum, die verbunden wird auch mit dem Bezug, so würde das der Soziologe Bourdieu vor allem definieren, auf die eigene Qualifikation, aber daraus eine Verpflichtung abzuleiten, in die öffentlichen Angelegenheiten zu intervenieren. Und da die Intellektuellen, das ist eine spannende Frage, ob es Rechte oder Linke gibt, aber meistens die Intellektuellen eher als Linke definiert sind, ist diese Intervention in die öffentlichen Angelegenheiten, Interventionen, die sich auf die Verteidigung von Demokratie, auf die Kritik an der Verselbstständigung politischer Herrschaft, an der Außerkraftsetzung von Rechtsnormen oder auch an offenen Rechtsentwicklungen und Verbrechen in der Politik beziehen. Dass dieses, sagen wir, Muster kann man in der Geschichte intellektueller Interventionen, auch in der Geschichte der Bundesrepublik und so weiter, sehr gut verfolgen. Nun würde ich allerdings sagen, dass, das ist dann oft sehr umstritten, dass wenn man heute fragen würde, wer sind, und bei Schülern oder so fragen würde, die bedeutendsten Intellektuellen, 10 Intellektuellen sollen sie mal aufschreiben, da würden wahrscheinlich ganz komische Sachen herauskommen. Wenn man nämlich unter Intellektuellen, ja, ich will keine Schülerschelte betreiben, aber es gibt dazu auch Literatur, also das gesagt wurde, Boris Becker war die Nummer 1.
Ja, selbst das hat einen ernsthaften Hintergrund, dass man jetzt mal wieder wegtut, wenn man Intellektuelle definiert, als diejenigen, die sozusagen und heute vermittelt über die Medien oder über das, was sie tun in der Öffentlichkeit, sei das im Sport, sei das in der Musik und sonst was, einen außerordentlichen Einfluss haben auf das Denken von jungen Menschen. Also die sozusagen ihnen so etwas wie Idealfiguren für sie sind. Und da leben wir natürlich in einer Zeit, wo also eine Heidi Klum oder Dieter Bohlen also einen viel größeren Einfluss als auf das, was Menschen denken, junge Menschen denken, wünschen, als Perspektive, als erstrebenswert ansehen, als das, sagen wir, diese klassischen intellektuellen Figuren sind. Ich würde sagen, es gibt sie nach wie vor, die Intervention. Ich mache es jetzt mal relativ pauschal. Wir haben in den letzten Jahren keine Demokratiebewegung in der Welt, in Deutschland gehabt. Ich will mal beginnen mit dieser globalisierungskritischen Bewegung, die in Porto Alegre Anfang des Jahrhunderts sich da zum ersten Mal getroffen hat, wo natürlich dort bei diesen Foren und in allen Bewegungen, wir können das jetzt bis hin zu TTIP und so weiter, können wir das verlängern, da sind überall einerseits Schriftsteller, da sind Journalisten, da sind Professoren vertreten, die sozusagen einerseits sich auf ihre Kompetenz in ihrem jeweiligen Fach oder in ihrem jeweiligen Beruf beziehen können, auch da anerkannt sind, die aber sozusagen in diesen Bewegungen oft zusammen mit Vertretern aus den sogenannten, auf der alten Arbeiterbewegung, bei all diesen Bewegungen sind immer linke Gewerkschaften aus der ganzen Welt mit dabei, dort sozusagen auch einen großen Einfluss haben auf die Interpretation, auf die Orientierung und Perspektiven solcher Bewegungen. Allerdings glaube ich auch, dass wir ernsthaft über die These vom Tod des klassischen Intellektuellen nachdenken müssen. Es gab eine Debatte in Frankreich, unvermeidlich, Jean-Paul Sartre war so der überragende Intellektuelle Frankreichs über Jahrzehnte hinweg, dass eigentlich alle anderen sich immer an ihm abgearbeitet haben, und als Michel Foucault berühmter wurde, hat er mit als erstes einen Text über den Tod des Intellektuellen geschrieben, und damit meinte er natürlich Sartre. Wenn man das jetzt philosophisch rekonstruiert, kommt man natürlich darauf, dass die Strukturalisten und die Poststrukturalisten einen völlig anderen Ansatz hatten, zu denken und denken zu bestimmen, als der Sartre von seiner ganzen philosophischen Entwicklung her. Aber wie gesagt, der Tod des Intellektuellen, dahinter steckte natürlich auch teilweise sehr vernünftige Überlegungen, dass diese Leute meinten, das war noch in der Folge von 68, dass es nicht so sehr darauf ankommt, der Spezialist für das Allgemeine zu sein, als Intellektueller, sondern dass die Hochschullehrer und die Lehrer und die Ärzte und wie sie alle heißen, sich in ihren jeweiligen spezifischen Feldern engagieren müssen für progressive Ziele. Das steckt also ein bisschen in dieser Überlegung drin. Das Zweite, wo man natürlich ernsthaft über die Frage des Todes des Intellektuellen nachdenken muss, das ist natürlich die Frage, wenn wir Neoliberalismus-Analyse machen und machen die ein bisschen ausführlicher, dann ist das ja sozusagen die Freisetzung von Marktprozessen und die Freisetzung, sozusagen Durchdringung des Profitprinzips in alle möglichen Lebensbereiche. Die Kolonialisierung der Lebenswelten, die der Habermas da vor 20 Jahren angesprochen hat, das, was Dörre jetzt Landnahme nennt, das ist ja sozusagen das Ausgreifen, immer mehr Bereiche werden kommodifiziert, wie das dann vornehm heißt, werden also in Warenbeziehungen, Geschäftsbeziehungen verwandelt. Und da ist natürlich die Kommerzialisierung des Geistes und der ganzen, der geistigen Sphäre, die ist natürlich eine mächtige Tendenz. Wenn ich jetzt in den letzten Tagen im Feuilleton Berichte über den Soziologentag, über verschiedene Tagungen und so weiter gelesen habe, dann gibt es immer wieder mal so einen Klagen, eine totale Amerikanisierung, die auch dort stattfindet. Also da werden Disziplinen der Sozialwissenschaften und so, werden also total durchrationalisiert, die argumentieren noch, also die arbeiten nur noch mit Methode, also
mathematisierbaren Methoden bauen ihre Modelle, wie dann auch die Betriebswirte und wie in der Volkswirtschaftslehre insgesamt. Die Fähigkeit oder die Bereitschaft zum kritischen Denken ist da weitgehend innerhalb sozusagen dieser Systemstrukturen eingegrenzt oder sogar ausgeschaltet. Ich glaube, das ist eine große Veränderung, die stattgefunden hat in den letzten Jahren. Schließt aber nicht aus, dass es natürlich immer noch diesen Zusammenhang von intellektuellen und sozialen Bewegungen, den gibt es, denke ich, nach wie vor. Ja, das lässt mich jetzt ganz gut anknüpfen, nämlich an eine Fragestellung, die du schon angesprochen hast. Du hast das letzte Kapitel in dem letzten Buch, trägt die Überschrift der Sozialismus im 21. Jahrhundert mit Fragezeichen. Und wenn du jetzt sagst, es gibt noch immer diesen Zusammenhang von intellektuellen und sozialen Bewegungen, dann finde ich, sollten wir diesem Themenkomplex noch mal etwas nachgehen. Zum einen würde mich interessieren, welche Schlussfolgerungen, ich meine, auch das wäre eine sehr grundsätzliche Frage, aber vielleicht geht es doch ein paar Stichpunkten zu erörtern, welche Schlussfolgerungen sind eigentlich für die politische Linke oder für das politische Denken sozialistischer Intellektueller aus der Bilanz des Sozialismus im 20. Jahrhundert zu ziehen. Also welche Impulse nimmt man mit für die Erneuerung des Sozialismus im 21. Jahrhundert und daran anschließend, weil es auf der Tagung anlässlich deines 75. Geburtstags, die vor einigen Tagen hier in Marburg stattgefunden hat, diskutiert wurde. Es scheint ja im Moment so zu sein, dass zumindest berichten ja viele Leute meiner Generation oder auch jünger, dass es bei jüngeren Generationen eine neue Attraktivität von radikaler Philosophie mit positivem Bezug zu Kommunismus, zu Revolution, bei gleichzeitigem Bruch mit gewichtigen Traditionen und auch Erfahrungen der sozialistischen oder kommunistischen Arbeiterbewegung und ihres politischen Denkens zu geben scheint. Oder wenn wir daran denken, viele von Ihnen waren auch da, Janis Varoufakis war hier in Marburg, hat vor, wollten ja über 1000 Leute rein, und, aber was sagt er als erstes? Also er ist eigentlich kein klassischer Vertreter der Linken. Und trotzdem, seine Ideen der Demokratisierung Europas haben eine enorme Attraktivität. Wo will ich also hin? Die Frage wäre, die alte Arbeiterbewegung, Old Working Class, ihre Theorie, ihre Praxis, meinen viele jüngere Leute, das ist irgendwie an ihr Ende gekommen, dem braucht man nicht mehr viel Beachtung zu schenken. Und jetzt aus deiner Perspektive als Marburger, als jemand, der für die Marburger oder auch die Abendrotschule steht, was würdest du denn einer solchen Analyse entgegensetzen oder anders? Was ist sozusagen aus dieser sozialistischen Theorietradition unbedingt notwendig, um auf Sozialismus im 21. Jahrhundert zu denken? Ganz schön. Also, ich will mal versuchen, so zu antworten. Ich denke, dass es ganz selbstverständlich ist, auch wenn wir, sagen wir mal, in die Geschichte zurückgehen. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, den deutschen Vormärz, vor 1848, mal nehmen. Also eine Periode zwischen der Französischen Revolution und dann der Revolution von 1848, Entschuldigung. Vormärz heißt, dass, vor allem da haben wir das intellektuelle Thema wieder, unter Schriftstellern, Intellektuellen, Studierenden, Studenten und so weiter, der Widerspruch gegenüber den herrschenden Verhältnissen zu stark geworden ist und die politische Repression sie zum Teil auch, also aus dem späteren Deutschen Reich nach Paris, nach Brüssel vertrieben hat, dass sie von dort sozusagen also eine geistige Unruhe sich herausgebildet hat, die letztlich aussagen wollte, erstens mit die bestehenden Verhältnisse, die müssen verändert werden und es wird zu großen auch
ja, Zusammenbrüchen und revolutionären Situationen kommen. Das könnte man jetzt auf verschiedene andere Bereiche auch übertragen. Wenn wir heute interessanterweise feststellen, es gibt in bestimmten intellektuellen Kreisen und auch vor allem bei jungen Menschen plötzlich wieder ein Interesse für Kommunismus. Ich würde das jetzt nicht quantifizieren wollen, wie viel das wäre bei einer Wahl oder so, sondern will nur sagen, die führenden Theoretiker, Intellektuelle, wie Žižek, Badiou, Toni Negri, ähnlich wie Varoufakis, reisen durch die Welt und haben überall über 1000 Menschen da sitzen, in ihren Veranstaltungen, die denen interessiert zuhören. Dahinter steckt offenbar ein bestimmtes Bedürfnis. Und viele sagen dann auch, es reicht gewissermaßen, dass wir erstmal Kommunismus denken als Möglichkeit, und wenn man genau hinschaut, sagen sie, naja, es ist das Vertreten der Idee der sozialen Gerechtigkeit gegen die herrschenden Verhältnisse, die immer schreiender ungerecht werden. So könnte man. Dann sagen natürlich viele, die in der Geschichte des Kommunismus bewandert sind, die sich auch ein bisschen intensiver damit beschäftigt haben, warum diese kommunistischen oder kommunistisch regierten staatssozialistischen Systeme zusammengebrochen sind. Warum überhaupt diese kommunistische Arbeiterbewegung, die zum Beispiel in Italien ja unheimlich stark war, sich auf diese Weise verkrümmelt hat am Ende des 20. Jahrhunderts, für die stellen sich diese Fragen natürlich insofern ein bisschen, würde ich sagen, ernsthafter, weil es mir von als Menschen meiner Generation sehr schwer fällt und immer schwer fallen würde, einfach sozusagen quasi theologisch über Kommunismus zu reden. Ich habe mich mit Utopien beschäftigt, mit Thomas Morus, einige kennen das aus dem Studium, wir haben Veranstaltungen dazu gemacht. Und Ernst Bloch kennen wir auch. Sozusagen das utopische Moment, das ist etwas Wichtiges, wenn man nicht das Bedürfnis hat. Es gibt etwas, was möglich ist, was besser ist als das Bestehende. Dann lohnt es sich auch zu kämpfen. Aber dann taucht man in reale Bedingungen ein. Und da gehöre ich jetzt, das ist vielleicht die alte Marburger Schule oder die alte Abendrotschule, dass ich sage, es ist politisch völlig richtig, dass die alte Arbeiterbewegung gibt es nicht mehr. In den entwickelten kapitalistischen Metropolen. Das, was übrig geblieben ist, davon sind die Gewerkschaften. Die Gewerkschaften sind per Definition Organisationen der Lohnabhängigen. Die können keine Arbeitgeber aufnehmen. Das war die Arbeitsfront, da wurde das so gemacht. Aber sie sind auch nicht Arbeiterbewegung in dem Sinne, dass sie sozusagen sich bruchlos verstehen in der programmatischen Tradition jetzt der sozialistischen Arbeiterbewegung und so weiter. Es gibt Richtungsgewerkschaften in Frankreich, Belgien und so weiter, aber das ist übrig geblieben und die meisten dieser Gewerkschaften, muss man ganz nüchtern sagen, ich habe mich ja auch damit auch empirisch viel beschäftigt, sind in den letzten 20, 30 Jahren in den meisten Ländern in eine tiefe Krise geraten, haben Mitglieder verloren und haben sehr viel von ihrer Macht und Fähigkeit verloren, also zu mobilisieren. Und dennoch, also das wäre jetzt die Position, dass ich sage, die Ebene sozusagen unserer Tageserfahrungen und Tageserlebnisse ist natürlich die, dass wir keine starke Arbeiterbewegung haben, dass aber für die politischen Entwicklungen in unserem Land die Frage des Verhältnisses von Kapital und Arbeit natürlich eine ganz, ganz nach wie vor eine ganz zentrale Rolle spielt. Ich will jetzt nicht aufzählen, was sozusagen in den letzten 20 Jahren passiert ist, im Bereich also der Veränderung der Arbeitswelt, im Bereich der Sozialpolitik, im Bereich der Privatisierung von öffentlichen Unternehmen, im Bereich des Gesundheitswesens und so weiter. Wie immer man das beurteilt, diese ganzen Veränderungen haben immer nicht nur rein ökonomische Gründe, sondern haben immer auch etwas zu tun mit der Veränderung von Kräfte- und Machtverhältnissen. Und ich denke, das ist sozusagen die eine Ebene, auf der, jetzt sage ich das, unsere Kolleginnen und Kollegen in den Gewerkschaften, in Betriebsräten, immer wieder in täglichen Auseinandersetzungen stehen. In der Bundesrepublik Deutschland ist zum ersten Mal im vergangenen Jahr so viel gestreikt worden, wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Dazu haben diese Streiks in Bereichen stattgefunden, die früher als Streikbereiche völlig unbekannt waren, nämlich im Dienstleistungsbereich, im Erziehungsbereich, in den Krankenhäusern und so weiter und so fort. Also da würde ich jetzt sagen, das ist das Abendrutsche Erbe,
der Armut hätte gesagt, ihr als linke Intellektuelle, die ihr euch als links versteht, ihr müsst sozusagen auch für diese Auseinandersetzung, diese täglichen Auseinandersetzungen, zu denen ja heute, ich meine, müsste man, das habe ich leider noch nicht gesagt, die Auseinandersetzung mit den Rechtsentwicklungen dazugehören und die Auseinandersetzung jetzt mit dem Rechtspopulismus, gerade in der gegenwärtigen Situation. Das ist sozusagen die aktuelle Auseinandersetzung, wo ich denke, dass wir Linke immer so definieren müssen, dass sie auf dieser Ebene für die unmittelbaren Interessen sowohl der Menschen, die arbeiten, als auch in den Auseinandersetzungen mit den Rechten immer auch praktisch präsent sein müssen. Das ändert aber nichts daran, dass wir auch eine Konzeption und auch einen Bereich brauchen, wo wir sozusagen Perspektiven von Transformation bestehender Verhältnisse, sowohl im Lichte der Aufarbeitung historischer Fehlentwicklung und gescheiterter sozialistischer Experimente, als auch in der Perspektive der Entwicklung sozusagen der inneren Widersprüche des gegenwärtigen kapitalistischen Weltsystems, sage ich einmal dazu, sozusagen dann auch als eine Transformationsperspektive reflektieren, analysieren und dann aber auch in die politische Auseinandersetzung einbringen müssen. Das ist eine schwierige Aufgabe, aber ich denke, ich will es mal so sagen, ich glaube, ich habe das am letzten Samstag auch in unserem Kolloquium da gesagt, als ich vor 10 Jahren habe ich eine Abschiedsvorlesung gehalten, Stand und Perspektiven des Marxismus oder so ähnlich. Oder ich gehe noch mal ein Stück weiter zurück. 1991 hatte ich meinen 50. Geburtstag. Ja, so lange ist das. Ja, damals waren wir noch stark. Ja. Also, zu meinem 50. Geburtstag bekam ich von Freunden eine kleine Festschrift überreicht und die trug den Titel Der Trümmerhaufen als Aussichtsturm. 1991. Viele werden sofort mit dem Kopf nicken, wenn ich sage, der geniale Erfinder dieser Formulierung war Georg Füber. Und das beschrieb die unmittelbare Situation. Als ich 2006 meine Abschiedsvorlesung gehalten habe, da habe ich noch stark auf diesen Trümmerhaufen, also die Perspektive auf diesen Trümmerhaufen eingenommen und habe aber da auch das, was ich im letzten Band dort entwickle, auf erste, ja, sagen wir, hingewiesen auf die Anfänge der globalisierungskritischen Bewegung, auf die Linksentwicklung in Lateinamerika. Das war damals schon eine für viele ungewöhnlich, dass plötzlich dort Sozialismus diskutiert wurde. Aber auch hier wieder die politische Analyse zeigt uns keine falschen Hoffnungen und quasi theologischen Erklärungen über die Wiederkehr des Sozialismus. Gerade die politischen Entwicklungen sind auch immer mit Rückschlägen und Enttäuschungen verbunden. Das kann man analysieren, warum das so ist. Ob das jetzt in Lateinamerika die Welle der linken Regierung sozusagen den Höhepunkt überschritten hat und zurückgeht. Ob es die Syriza, also die Entwicklung da, wo Linke, die mit der herrschenden Politik brechen wollten, Regierungspartei geworden sind, wie in Griechenland Syriza, oder der Aufstieg von Podemos in Spanien, die auch sehr schnell an ihre Grenzen geraten sind. Auf der anderen Seite verfolgen wir in fast allen Teilen der Welt, also das ist jetzt der Unterschied zu 2006, die Abschiedsvorlesung, in den letzten Jahren haben sich in allen Teilen der Welt Demokratiebewegungen entwickelt, die zum Teil schwer zusammengeschlagen und mit Militär niedergeknüppelt worden sind, Ägypten, Türkei und so weiter, aber immer an verschiedenen Orten. Und vor allem im angelsächsischen Bereich passieren wundersame Dinge, dass also ein Bewerber in der Präsidentschaftskampagne der Demokratischen Partei in den USA, Bernie Sanders, sich als Sozialist bezeichnet und offenbar begeisterte Mengen jugendlicher, sich für ihn eingesetzt haben. Der Jeremy Corbyn ist gerade wiedergewählt worden als Vorsitzender der Labour Party in England, auch als sozusagen bekennender traditioneller Liberaler. Diese neuen Linken, die eigentlich sehr alt linkssozialdemokratische Positionen vertreten, die sagen erstmal nur, es muss Schluss sein mit der sozialen Spaltung zwischen Arm und Reich, es muss Schluss sein mit der Austeritätspolitik, es muss Schluss sein mit der verrückten Logik des Wachstums, die uns die ökologischen Probleme beschert. Das sagen Sanders und Corbyn nicht so deutlich, aber das
Ich will jetzt diese ganzen politischen Themen da nicht aufziehen, aber das ist eine deutliche Veränderung, die stattgefunden hat in der Zwischenzeit. Und dass sie gerade im angelsächsischen Bereich stärker ist, auch was dort die Verbreitung von Literatur und die Diskussionen betrifft. Also wenn man da in diesen Verteilern ist und jeden Morgen das aufklappt am Netz, Historical Materialism und wie diese neuen Zeitschriftenprojekte, neu, also seit 10 Jahren oder so alle heißen, da gibt es eine Konferenz nach der anderen laufend, neue Publikationen. Also, ich komme nochmal auf den Vormärz zurück. Oder anders ausgedrückt, es gibt eine bekannte Formulierung von Antonio Gramsci, der über Übergangsphasen in der gesellschaftlichen, politischen Entwicklung spricht. Da sagt er, es sind Zeiten, in denen das Alte stirbt, aber das Neue noch nicht zum Vorschein kommt. Das hat er übrigens nicht selbst erfunden, sondern das ist von Romain Rolland. Und es gibt von dem berühmten deutschen Philosophen Hegel eine viel schönere Formulierung als die von Gramsci, der das aber natürlich in seiner Zeit, Anfang des 19. Jahrhunderts, geschrieben hat, wo er das mit der Geburt des Neuen vergleicht, das aber lange braucht, bis es herauskommt und dann Schmerzen verursacht. Und ich denke, dass diese Bilder uns vielleicht ein bisschen an die gegenwärtige, an das Verständnis der gegenwärtigen Situation heranführen können. Warum das ausgerechnet im angelsächsischen Bereich so ist? Vielleicht, weil dort der Neoliberalismus noch konsequenter durchgeführt wurde als auf dem europäischen Kontinent. Vielleicht, das weiß ich nicht so genau, aber auf jeden Fall ist es so, dass man, das sage ich jetzt zum Schluss, sowohl was die Ebene der Tagesauseinandersetzung betrifft, also der täglichen Intervention in die politischen und sozialen Auseinandersetzungen, das betrifft den gewerkschaftlichen Bereich, betrifft aber auch den politischen Bereich. Ich bin im Moment sehr viel, ja, sehr viel ist übertrieben, aber schon öfters unterwegs bei Gewerkschaftsseminaren und Versammlungen, darüber zu reden, wie das kommt, dass also mehr Gewerkschaftsmitglieder AfD wählen als im Durchschnitt der Bevölkerung oder mehr Arbeitslose. Oder anders ausgedrückt, was für uns als Marxisten natürlich eine riesige Herausforderung ist, dass die soziale, die Klassenfrage von rechts besetzt wird. Und links, wir mit dem Appell von links keinen Erfolg haben. Das ist eine große, große Herausforderung. Also ich will damit nur andeuten, es gibt eine ganze Menge von Themen und aktuellen Auseinandersetzungen und Entwicklungen, wo man einerseits unmittelbare Intervention braucht und wo auf der anderen Seite es aber notwendig ist, dass wir ganz viel Grundsatzarbeit leisten, die auch in politische Bildung eingeht. Das hängt vielleicht ein bisschen zusammen mit dem, was ich vorhin über die Kommerzialisierung des Überbaus oder des Wissenschafts- und Ausbildungssystems gesagt habe in den letzten 20 Jahren. Wo immer man heute mit Menschen spricht, die, sei es an den Hochschulen oder auch, sagen wir mal, in Betrieben, Betriebsräte, die man fragt, wie ist das denn mit den jungen Leuten, die bei euch kommen, in ihren politischen Einstellungen und so weiter. Und das, was man meistens zu hören bekommt, ist, dass sie sagen, es ist, die wichtigste Erfahrung, die wir machen, ist, dass wir in den Themenbereichen, die wir für wichtig finden, historisches Wissen, Wissen über Kapitalismus, ich will noch gar nicht so weit gehen, sagen, Kritik der politischen Ökonomie, das ist schon viel zu weit, und so weiter, fast überhaupt keine Kenntnisse da sind. Und dass hier also ein ganz enormer Nachholbedarf, der teilweise auch positive Resonanz findet, an politischer Bildung ist. Und ich denke, das ist ein ganz kleiner Bereich, wenn man in die Gewerkschaften reingeht und dort diskutiert, warum die politische Bildungsarbeit in den Gewerkschaften in den letzten 20, 25 Jahren so stark zurückgegangen ist, ist das nicht nur Schuld von irgendwelchen Funktionären, wir haben es ja selbst an der Universität auch erlebt, es sind wirklich mächtige gesellschaftliche Strömungen, da wachsen sind Generationen nachgekommen, die haben sich nicht für die Themen, die wir angeboten haben, interessiert. Und ich würde das Letzte tun, diese jungen Menschen zu beschimpfen, sondern wir müssen uns selbst fragen,
woran das liegt und wie man möglicherweise über eine andere Sprache, über einen anderen Zugang und so weiter, dann tatsächlich auch solche Vermittlungen herstellen kann. Okay, ja, vielen Dank. Viele Themen, Anknüpfungspunkte dafür, auch die sozialistische Theorie, Praxisidee im 21. Jahrhundert weiter zu entwickeln, weiter voranzubringen. Wir wären jetzt aber an dieser Stelle mit unserer Gesprächsrunde hier auf dem Podium zu Ende und würden aber noch die Gelegenheit, weil ja noch ein bisschen Zeit ist, gerne nutzen für Fragen von Ihnen und von euch. Vielleicht sammeln wir 2, 3 und geben dann dem Frank die Möglichkeit darauf zu antworten. Gibt es Fragen? In diesem zweiten Band, in Band 2, im ersten Teil, ich habe ja vorhin gesagt, Teil 1, Teil 2, im ersten Teil habe ich mich im zweiten Kapitel, habe ich einen eigenen Unterabschnitt über Faschismus drin. Und weil ich da behandle die Reaktion sozusagen auf die Krise dieser Zwischenkriegsperiode. Und dann habe ich Karl Schmidt, ein langes Kapitel über Karl Schmidt. Und Karl Schmidt ist der Kronjurist des Faschismus. So wurde er bezeichnet und das würde ich auch so sehen. Und deswegen, das ist das Problem natürlich, wenn man diese Person, sich auf die Person konzentriert, was ich vorhin mal gesagt habe, kann man zwar im Zusammenhang der intellektuellen Problematik, sich sehr stark in die biografische Entwicklung der Person, in die Wendung, in die Themen, die sie bearbeitet haben, reinversenken. Und man redet dann mache ich keine Strukturanalyse des Faschismus, wenn ich über Karl Schmidt. Allerdings denke ich, dass ich das politische Denken von Karl Schmidt und seiner Entwicklung aus meiner Sicht paradigmatisch ist für Faschismus, also für die Rolle des Faschismus in der Zwischenkriegsperiode und in Deutschland. Also dieses Moment, Angst als Existenzangst, sagen wir, des Überlebens der Menschheit, verbunden mit der Angst vor einem Atomkrieg, das ist ja teilweise jetzt, hat das eine Rolle gespielt in der ganzen Ökologiebewegung. Also und natürlich auch berechtigt der Hinweis darauf, wenn ihr so weitermacht, ich meine, alle Konferenzen diskutieren darüber, wie viel Prozent davon den Ausstößen reduziert werden müssen, um die Klimaentwicklung in der Richtung zu beeinflussen. Und dahinter steht natürlich die Vorstellung, wenn das nicht gelingt, also jetzt könnten wir ja auch von den großen Reports sprechen, die in den letzten 30 Jahren gemacht worden sind über die Perspektiven der Weltentwicklung, was also die Fragen also vom Klima und so weiter betrifft, dahinter steht ja auch immer, wenn wir schon den Kipppunkt überschritten haben, von dem Kipppunkt ist dann immer die Rede, dann stehen große Katastrophen bevor. Ein anderer Punkt, der uns unmittelbar jetzt gegenwärtig betrifft, ist ja die Frage, ich verwende dafür den Begriff reflexive Globalisierung. Hier sitzt jemand, der die Soziologie von Ulrich Beck sehr gut kennt und der diesen Begriff reflexive Modernisierung gebraucht hat, der Ulrich Beck. Seit 30 Jahren ungefähr, am Anfang war es umstritten, redet man, sagt, ein Merkmal unserer Zeit, des Kapitalismus unserer Zeit, ist die Globalisierung. Transnationale Konzerne, internationale Finanzmärkte, technologische Verknüpfungen, nach dem Ende der Sowjetunion ist das alles noch größer und einheitlicher geworden. Reflexive Globalisierung würde ich bezeichnen als eine Krisenentwicklung, die jetzt die Konsequenzen dieser Globalisierung immer mehr gewissermaßen in die Zentren, in die Ausgangspunkte zurück reflektiert. Die Flüchtlingswelle ist natürlich schon, wäre einzuordnen in diese reflexive Globalisierung, weil sie mit Kriegen zu tun hat, überwiegend, und Armutsprozessen auch, aber überwiegend jetzt auch konkret mit Kriegen zu tun hat, die natürlich ein Teil dieser Globalisierung ist im Sinne der Sicherung von Machtpositionen, Herrschaftspositionen des Westens in den letzten 20 Jahren. Aber das geht natürlich noch weiter, weil natürlich, wenn man sagt reflexive Globalisierung, da natürlich eingeschlossen sind die Abhängigkeiten von der Weltkonjunktur, von den Weltmärkten, von den Entwicklungen in China und so weiter und so fort. Also da denke ich,
setzt ja zum Teil diese Debatte über Ende des Kapitalismus an. Aber, also, ja, vielleicht, ich würde es so sagen, diese Ängste, die haben jeweils konkrete Ursachen. Aber die Übersetzung auch in politisches Denken und auch politische Artikulation, die wird natürlich oft durch irrationale Politik in hohem Maße beeinflusst. Donald Trump ist jetzt zum Beispiel dafür, Make America Great Again, nicht? Also wo man, also jetzt abgesehen von den anderen Widerlichkeiten, aber sehen kann, wie der sozusagen auf dieser Welle, wo man Ängste, soziale Abstieg anspricht, also ein politisches Programm übersetzt. Ich würde sagen, das ist für die Linke die Herausforderung natürlich auch, diese Ängste, auf diese Ängste rational zu reagieren. Sie einerseits anzuerkennen, indem man genau analysiert, nicht nur wie im Einzelfall, wenn man beim Psychologen ist, sondern auch sozusagen für die politische Entwicklung, was sind die Ursachen, und was sind die Alternativen, um diese Entwicklung zu verändern. Aber also ich will das nicht Endzeitstimmung nennen, aber diese Angst, auch irrationale Angst als Quelle von Politik, das hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Es gab im Jahre 1991 einen Aufsatz eines bekannten amerikanischen Politikwissenschaftlers für internationale Beziehungen, John Mersheimer. Der gehört so zur Schule der harten Realisten. Und Back to the Future hieß der Artikel. Und der hat gesagt, ja, jetzt nach dem Ende der Sowjetunion werdet ihr Europäer euch noch wundern, ihr werdet zurückfahren in die Zeit um 1900, also in die Zeit vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges. Weil wieder dann die Macht innerhalb Europas, die und die Staaten miteinander konkurrieren. Wir haben damals immer gesagt, nein, das ist falsch. Ich habe mit dem auch mal in Washington diskutiert, mit dem Mersheimer. Und dann habe ich ihm immer gesagt, er schätzt den Charakter der europäischen Integration falsch. Also weil das zumindest eine Veränderung, die in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, sich sehr stark von der Situation Anfang des vor dem Ersten Weltkrieg unterscheidet, die europäische Integration, wie immer man den Charakter dieser Integration und so weiter jetzt beeinträchtigt, aber auch wenn man sagt, das sind dominantes kapitalistisches Interesse, das diese europäische Integration angetrieben hat und heute die Krise mitbestimmt, aber das hat die auch bestimmt, zu sagen, wir wollen nicht mehr Krieg untereinander führen, weil die beiden Kriege, die in Europa stattgefunden haben, katastrophal waren für Europa und weil wir ökonomisch auch als Einzelstaaten in einem neuen Weltmarkt, expandierenden Weltmarkt keine Chance mehr haben, sondern uns zusammenschließen müssen. Das sind alles Motive, die da reingehen. Aber es ist richtig, dass wir zunehmend jetzt, ja, wenn die Entwicklung zur Multipolarität in der Weltordnung, also der Herausbildung von Machtzentren, aber auch der Kämpfe um diese Machtzentren, also das Beispiel Russlands unter Putin ist ganz klar jetzt zu erkennen, dass nachdem also die westlichen, für den Westen Russland gut war, als Jelzin sozusagen in den 90er Jahren das Land in die Katastrophe geführt hat, oder wir haben natürlich noch mehrere, aber was Putin gemacht hat, ist ja nichts anderes, als dass er gesagt hat, er will Russland zurückführen in den Status einer Weltmacht, den es vorher auch hatte. Und wir haben auf der anderen Seite natürlich eine Weltmachtkonstellation aus der Asien mit der Volksrepublik China, die sich aus manchen Auseinandersetzungen raushalten, aber schon sehr deutlich in ihren eigenen Vorstellungen ganz klar definieren, dass sie sozusagen zu den großen Mächten des 21. Jahrhunderts gehören und auch da eben die Kriegsgefahr im Fernen Osten ja auch näher gekommen ist, weil jetzt sehr stark auch unter dem Einfluss der Amerikaner Japan gewissermaßen wieder instand gesetzt wird, auch Krieg zu führen und Bündnisse um China herum geschaffen werden, also alte Containment-Politik sich da fortsetzt. Also ich würde ein Szenario, das, also
im Moment werden ja in der Tagespresse am Beispiel der Syrienkriege Szenarien diskutiert, dass wir möglicherweise am Rande einer großen Auseinandersetzung stehen, und die wäre dann gegeben, wenn sozusagen Russen auf der einen Seite und Franzosen und Amerikaner auf der anderen Seite, Franzosen jetzt, weil die auch mit da direkt intervenieren, militärisch aneinander geraten. Dass das gewissermaßen also der Zündpunkt sein könnte für eine ausgreifende Auseinandersetzung. Ich halte das auch für extrem gefährlich, kann mir es aber kaum vorstellen, dass das so wäre. Ganz anders wäre wohl die Situation, wenn bestimmte Krisenkonstellationen, die in der gegenwärtigen Situation wieder sehr stark diskutiert werden. Also, wenn ich vorhin das nur angedeutet habe, meine Grundthese für die Analyse, sozusagen die ökonomische Analyse der Gegenwartskonstellation, ist ja die, dass ich jetzt natürlich mit vielen anderen zusammen sage, die Krise von 2008 ist nicht vorbei, die ist nicht bewältigt. Und im Moment ist ja, ich habe heute Mittag gerade wieder den Leitartikel in Wirtschaftszeitung der Süddeutschen gelesen, also die Bankenkrise ist natürlich nicht vorbei, selbst wenn man nicht nur auf die Deutsche Bank schaut, sondern das Finanzsystem insgesamt im globalen Maßstab sich anschaut, gibt es jetzt viele Punkte, wo gesagt wird, das könnte gewissermaßen auch wieder zu einer neuen schweren Krise der Finanzmärkte könnte das führen. Die Wachstumsschwäche wichtiger Ökonomien ist nicht gelöst. Die ungleiche Entwicklung zwischen verschiedenen, also die positive Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland mit den riesigen Überschüssen im Verhältnis zu den anderen mit den wachsenden Negativbilanzen und so weiter, sind klassische Ausgangspunkte schon vor 1914 oder 1933 gewesen. Man gesagt, Lord Keynes hat gesagt, das sind die Ursachen der Kriege, die unterschiedlichen Leistungs- und Handelsbilanzen zwischen den Ländern. Und deswegen müssen wir dort internationale Vereinbarungen treffen, die dieses ausgleichen. In der EU hat man es nicht geschafft, solche Ausgleichsmechanismen hinzukriegen mit der Einführung der Wirtschafts- und Währungsunion und des Euro, und muss sich seit Jahren sozusagen jetzt beschäftigen mit der durch die Krise von 2008 noch einmal deutlich verschärften Ungleichentwicklung in den Außenhandelssalden und in der Verschuldungsstruktur der einzelnen Länder. Also das sind alles jetzt sehr verkürzt gesagt, es hat einen Haufen ungelöster Probleme, und darin stecken enorme Gefahren, wenn es verbunden ist damit, dass man sagt, um jetzt der Konflikte, die natürlich nicht alle nur mit diesen Prozessen, weil die Konflikte im Nahen Osten haben auch viele andere Ursachen, aber um in diese Konflikte zu intervenieren, müssen wir praktisch die militärische Seite stärken, die Interventionsfähigkeit. Oder wir müssen auf die Krise der EU reagieren, das war jetzt bei der letzten Konferenz in Bratislava so, ich nehme das noch nicht allzu realistisch auf, aber was schlägt man jetzt vor, wo eigentlich in keinem Bereich mehr bei der EU zurzeit irgendein Konsens besteht, da sagt man, wir müssen die militärische Kooperation ausbauen. Ich halte das auch, also zumindest muss man realistisch betrachtet sagen, das wird sehr schwierig werden. Auch die militärische Kooperation zwischen Frankreich und Deutschland, die zwar in letzter Zeit ausgebaut worden ist, aber ist auch nie, sagen wir mal, an dem Punkt ausgebaut worden, wie sie vor einigen Jahren immer angevisiert waren mit gemeinsamen Truppen und so weiter. Das hat alles eigentlich nicht geklappt. Aber das sind sehr gefährliche Entwicklungen, sehr gefährliche Entwicklungen. Ich habe auch kein eigenes Kapitel über Hitler gemacht oder über Mussolini. Nein, ich kann erklären gleich warum. Ich habe ziemlich deutlich am Anfang geschrieben, dass ich die politischen Denker, die ich jeweils einzeln behandle, das kann man ja kritisieren, dass ich da keine sozusagen führenden Staatsmänner genommen habe, sondern dass ich in der Regel, da sind wir wieder beim Intellektuellen, in der Regel, ich muss es jetzt gerade nochmal rekapitulieren, also Intellektuelle genommen haben. Das heißt also, sagen wir grob, Theoretiker genommen haben. Ich habe allerdings eine Ausnahme gemacht, sage, die Repräsentanten des politischen Denkens in der Dritten Welt, da habe ich den
den machiavellischen Begriff des Staatengründers, des Fürsten, oder genommen, wo ich sage, da haben wir Personen, die die Rolle des Staatengründers haben. So habe ich Mao dort gewissermaßen eingeführt. Wobei ich sagen würde, bei Mao Zedong ist jetzt, aber in dem Rahmen sozusagen der Struktur seines Denkens, die sehr stark, ja, nicht von der Schrift Stalins, von der Schrift, sagen wir mal, wenn man fragt, was kannte Mao an marxistischer Literatur, was kannte der von den Klassikern und so weiter. Also der Mao kannte wahrscheinlich von Stalin Fragen des Leninismus, also dieses 1924 unter dem Namen Stalin herausgegebene Buch, was sozusagen den Leninismus als die politische Philosophie des Marxismus des 20. Jahrhunderts sozusagen interpretiert hat und dabei auch den Marxismus. Man könnte jetzt fragen, ob Stalin, mit was er über Sprache geschrieben hat, nochmal nach dem Zweiten Weltkrieg, ob er da, gibt es Philosophen, die sagen, da hat er einen Flügel sozusagen eigenständiger, auch großer Ideen, aber wie gesagt, ich habe ihn nicht als Denker genommen. Der Lesurdo nimmt ja auch den Stalin nicht so sehr als Denker, sondern als Politiker. Der nimmt ihn als Politiker und da kann man natürlich streiten, der Stalin war ein extrem erfolgreicher Politiker. Das ist jetzt, dabei hat er grauenhafte Verbrechen begangen. Aber ich denke, das ist zumindest der Grund. Wenn sich die Leute anschaut, die ich ausgewählt habe, habe ich da keine sozusagen führenden Politiker oder Staatsmänner oder genommen, sondern habe eher den Typus des Intellektuellen ausgewählt. Deswegen kommen da auch so viele Biografien und Gedanken rein, die gar nicht immer so auf der Linie liegen. Ich habe ja bewusst für die, allerdings, jetzt muss ich nochmal dazu sagen, ich habe in dem Band, natürlich bin ich auf Stalin und den Stalinismus eingegangen. Erstmal ein ganz herzliches Dankeschön, lieber Frank, für diesen Parforce-Ritt durch das politische Denken im 20. und im 21. Jahrhundert über intellektuelle Geschichte, Geschichte sozialer Auseinandersetzung, Einbettung in kapitalistische Rahmenstrukturen. Also ganz herzliches Dankeschön.